Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Rome Total War Online-Schlacht. Diesmal ein Low-Budget-Projekt, auch wenn es eigentlich hier nach sehr viel Armee aussieht. Das liegt einfach nur an der großen Einheitenzahl. Der Grund dafür ist folgendes. Ich spiele hier die Parther. Warum spiele ich die in einer Low-Budget-Schlacht? Weil die relativ günstige Bogenschützen- und Steinschleuderer-Einheiten haben. Da kriegt man relativ viel für sein Geld. Ich spiele zweimal noch berittene Bogenschützen ohne Upgrades. Die Bogenschützen mit einem Bronze-Angriffs-Upgrade. Die Steinschleuderer mit einem Silber-Angriffs-Upgrade. In dem Falle halt, weil ich denke, bei einer Low-Budget-Schlacht sollte man dann doch eher ein bisschen mehr Masse statt Klasse spielen. Ich spule mal gerade ein bisschen vor, bis ich die Einheiten gescheit positioniert habe. Und ich erkläre euch heute auch den Sinn und Zweck einer solchen Armee, wie ich sie aufgestellt habe, warum ich sie so aufgestellt habe und warum das meiner Meinung nach, hupsala, wo stehen wir denn? Ach, da oben auf dem Hügel. Und warum das meiner Meinung nach eine recht gute Strategie ist. Also nochmal hier zum Mitschreiben. Bogenschützen 1, 2, 3, 4 mit Bronzeangriff und Steinschleuderer 1, 2 mit einem Silberangriff. Dann spiele ich außerdem noch, und das ist hier der Schlüssel zum Erfolg dieser Armee, ich spiele einmal Kataphrakte und einmal Kamelkataphrakte. Die Kamelkataphrakte ohne Angriffsupgrades und die Kataphrakte auch. Normalerweise, wenn ich ein bisschen mehr Geld hätte, würde ich sie auf jeden Fall mit Upgrades spielen. Aber denkt nochmal daran, wir sind hier in einer Low-Budget-Schlacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Kohle das war. Es war nicht viel, das könnt ihr ja mal ansonsten im Einheiten Editor oder wie heißt das hier, Schlachteditor hochrechnen und dann halt eben noch zweimal die berittenen Bogenschützen. Was ist der Sinn und Zweck dieser Armee? Das ist erstmal eine reine Fernkampfarmee, die angreifbar ist, weil sie keine Infanterie hat. Aber der Clou ist, ich habe hier die absolute Kavallerieüberlegenheit mit den Kamelkataphrakten und den regulären Kataphrakten und kann damit die Bogenschützen und die Steinschleuderer von mir effektiv verteidigen. Das ist der Hintergedanke bei dieser Armee. So, ich gebe mal Gas. Ich spiele hier gegen den Senat auf der einen Seite. Der spielt eine Armee mit sehr viel Klasse und wenig Masse. Nämlich Stadtkohorte Gold-Gold zweimal und zweimal Bogenschützen-Hilfstruppen. Nee, es sind leichte Hilfstruppen. Also die gegen Kavallerieeinheiten und das als universelle Angreiftruppe gegen Infanterie. Die ist neu in der Testudo, der hat damit gerechnet, dass hier Fernkampf kommt. Dann haben wir noch den Skythen, wo ist er? Ach du meine Güte, das ist so eine, diese Dünenlandschaft ist so unübersichtlich. Ach Gott, der ist da oben auf dem Berg. Ja, da gehen wir gerade nochmal hin und gucken uns das nochmal an. Der Skythe spielt eigentlich auch eine eher merkwürdige Armee für so eine Low-Budget-Schlacht. Er spielt die Bogenschützen als Fernkampftruppen. Bogenschützenbande allerdings halt, keine Elite-Bogenschützen mit einem Bronze-Angriff-Upgrade. Dann zweimal skythische Edelleute mit einem wahrscheinlich auf Bronze-Bronze geskillt und er spielt den General als barbarischer Kriegsherr. Auf Silber-Silber würde ich mal schätzen. Eine Einheit barbarische Kavallerie noch auf wahrscheinlich Silber und Bronze. Oder Goldverteidigung, könnte ich mir bei der barbarischen Kavallerie auch noch halbwegs gut vorstellen. Aber was ist jetzt hier die Krux bei der Armee? Das ist eine sehr starke Kavallerie-Armee. Er hat aber relativ wenig Fernkämpfer. Ich habe für mein Geld eine riesige Fernkampfarmee gekriegt. Mit 6 Fernkämpfern. Die Steinschleuderer davon, sogar noch mit einem Schild, also die noch relativ, ihr erinnert euch ja, wenn ihr mal die Schlachten von Cornelius Drake oder so gesehen habt, kann ich an der Stelle übrigens auch sehr empfehlen. Der Kanal Cornelius Drake findet ihr bei mir in den Kanalempfehlungen. Der hat das auch mal ausgeknobelt, wer im Fernkampf länger standhält, die Bogenschützen oder die Steinschleuderer. Und in der Regel sind es die Steinschleuderer, weil die halt so einen kleinen Faustbuckler, so einen kleinen Faustschild dabei haben, mit dem die tatsächlich Fernkampfangriffe abwehren können. Gut. Der Römer will sich hier natürlich bei dieser FFA-Kiste raushalten. Er hat halt auch sehr wenig Einheiten. Ich habe mich dann auch am Anfang um den Skythen gekümmert, weil ich in dem die größere Gefahr gesehen habe. Der hatte einfach mehr Truppen und er hat viel Kavallerie. Und das war eher gefährlich für meine Kavallerieeinheiten. Aber mit den zwei Einheiten, die ich hier spiele, mit den
Kamelkataphrakten und den regulären Kataphrakten, habe ich die ultimative Anti-Kavallerie-Armee. Kataphrakten sind einfach schon mal an sich eine sehr starke Kavallerie, die andere Kavallerieeinheiten besiegen kann. Und die Kamelkataphrakten sind in der Regel der ultimative Kaffkiller. Sie sind allerdings langsamer als reguläre Kavallerie. Aber ihr werdet das gleich sehen, wie das ganz gut funktioniert. Erstmal beschieße ich ihn hier mit meinen berittenen Bogenschützen. In der Zeit können dann auch schon mal meine regulären Bogenschützen Pfeile auflegen. Und ich werde mich hier natürlich zurückziehen. Ihr seht auch, er nimmt hier schon Verluste. Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass er als Güte keine berittenen Bogenschützen dabei hatte, aber er scheint einfach ein Fan von den Edelleuten zu sein. Ist auch eine sehr gute Kavallerie, muss man auch sagen. So, und jetzt greift er hier wahrscheinlich gleich meine Bogenschützen an. Die ziehen sich aber nochmal zurück. Ich kann ihn jetzt hier mit meinen Kamelkataphrakten flanken. Ich opfer dann halt auch so, in Herrgotts Namen opfert man halt mal so eine Einheit Bogenschützen. Das ist gar nicht so wild. Jetzt schaut euch aber mal an, wie gleich seine komplette Kavallerie abhauen wird. Und das dauert am Anfang ein kleines bisschen. Meine Kataphrakten haben natürlich wesentlich bessere Karten als hier seine Einheiten. Ich ziehe sie zurück und mache den Rest jetzt erstmal hier mit den Kamelkataphrakten. Ihr seht, da sind von den skytischen Edelleuten sind nur 9 Einheiten übrig geblieben. Und ich habe noch hier 106 Kamelkataphrakte. Ich nehme jetzt noch die Bogenschützen, die er vorhin angegriffen hat, mit in den Nahkampf, damit ich hier genügend Zeit habe, seine Fernkämpfer aufzureiben. Und dann hat er auch schon die Niederlage eingestanden, hat also die Einheiten hier ziemlich verloren. Der Römer hat auch gemeint, als er meine Armee gesehen hat, oh shit, so many units. Aber das war halt eben auch genau die Überlegung bei dieser Low-Budget-Schlacht. Die Kataphrakten reiben hier noch Einheiten auf. Eigentlich sollte man mit Kataphrakten keine fliehenden Einheiten verfolgen, wenn man eine andere Kavallerie zur Hand hat, weil die Kataphrakten relativ schnell müde werden wegen der schweren Panzerung. Hier kann man es aber trotzdem machen. Ich mache es deswegen, weil ich darauf spekuliere, dass die noch eine Erfahrung kriegen. Und das ist ja in so einer Low-Budget-Schlacht ultra wichtig. Und wenn die Kataphrakten eine Erfahrung kriegen, dann haben die einen Bonus von +1 auf Angriff und Verteidigung. Das hier war jetzt übrigens nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Ich habe dann hier auch das Autofeuer ausgeschaltet, denn die hätten beinahe hier beinahe noch einen Kollateralschaden verursacht. Zum Glück war es dann doch nicht so. Die flüchtenden Einheiten sollte man dann mit den berittenen Bogenschützen verfolgen. Das nur so noch als Tipp, weil die einfach nicht so schnell ermüden und weil die einen besseren Job machen und sogar noch schneller sind. Ja, und jetzt ging es gegen den Römer. Und gegen den Römer habe ich den Hügelvorteil. Der steht zwar hier bei diesem Wachtürmchen, aber ich habe halt dann den Hügelvorteil. Das werdet ihr gleich sehen. Erstmal bringen wir unsere Einheiten schön in Stellung und lassen sie natürlich nicht rennen, sondern nur normal marschieren. Und der Römer hat eigentlich keine Chance. Also er hat zwar, natürlich hat er eine Chance mit der Testudo. Das sieht irgendwie so witzig aus, wie die marschieren. Er hat mit der Testudo natürlich eine Chance gegen die Fernkämpfer, weil in dem Moment, wo die Stadtkohorte in der Testudo steht, da mache ich keinen Schaden mit den Fernkampfattacken, ist ja klar. Aber wenn ich jetzt hingehe und seine Hilfstruppen angreife, dann kann ich die eigentlich ganz gut erstmal ausschalten und habe dann nachher das Drohpotenzial mit der Kavallerie, denn die Kataphrakte haben ja ihren Streitkolben dabei, der effektiv gegen Panzerung ist, und damit kann man so eine Stadtkohorte eigentlich gut ausschalten. Vor allen Dingen dann, wenn sie in der Testudo steht, hat sie nichts, um sich gegen den Ansturm zu wehren. Ich zeige es auch nochmal gerade hier, wie das so... Das sieht eigentlich sehr nett aus im Nahkampf. Was noch hier so ein bisschen fehlt, was man vielleicht bei Rome 2 Total War umsetzen kann, das habt ihr auch mal auf einem Kanalbild von mir gesehen, ist, dass sie hier ihre Schwerter rausgehalten haben. Das haben die Römer bei der Testudo wohl auch schon gemacht. Ja, also er stürmt den Berg rauf, ich krieg den Ansturmbonus den Berg runter, mache aber nur einen einzigen Charge. Ich will also nur hier erstmal den Ansturmbonus nutzen. Und in dem Moment, wo er nicht mehr in der Testudo drin steht, natürlich möglichst viel mit meinen Einheiten drauf schießen. Das mache ich auch, man sieht es jetzt nur nicht so deutlich. Ah, jetzt ist mir eine Sache, ist mir passiert, oh, und die war so blöd. Aber naja, ich werde es gleich erklären. Ich hatte hier ja das Autofeuer ausgemacht, weil ich Einheiten verfolgt habe. Und er greift jetzt hier gleich mit den Hilfstruppen meine Kavallerie an. Er stürmt also immer noch hier hoch. Und er treibt jetzt erstmal damit die Fernkampfbogenschützen erstmal ein bisschen weg. Ich kassiere hier leider Verluste, weil ich mich erstmal auf die anderen Einheiten konzentriert habe. Und das sind schwere Verluste. Die Pieler von der Stadtkohorte sind unglaublich stark.
sind die stärksten Peeler im Spiel natürlich, die es gibt. Okay, aber er hat mir wenigstens jetzt den Rücken zugekehrt und ich konnte ihn hier ein bisschen mit meinen Einheiten von hinten mit den Fernkämpfern attackieren. Ihr seht, aber er hat nicht so viele Verluste gehabt. Also ich habe dann auch gedacht, ich muss eigentlich mehr darauf gehen, ihn erstmal mit den Fernkämpfern zu attackieren. So, und jetzt kommt folgendes Problem. Meine Einheiten schießen nämlich nicht. Weil ich keinen Angriffsbefehl gegeben habe auf diese Einheiten, das ist jetzt nämlich der Punkt. Ich hatte einen Angriffsbefehl gegeben auf die Kataphrakte, auf die Stadtkohorte. Zur gleichen Zeit stehen meine Einheiten aber im Plänkler-Modus. Und er rennt einfach nur stupide mit den Hilfstruppen hinterher. Und, das Problem ist halt, die sind jetzt nicht mehr in Reichweite, aber die schießen dann nicht etwa auf die Hilfstruppen, sondern die schießen halt gar nicht. Und er hat es tatsächlich noch nachher geschafft, eine Einheit von mir zu stellen. Das war mir auch sowas von peinlich am Ende, aber ich werde es euch natürlich noch zeigen. Also achtet ihr dann darauf, wenn eure Einheiten flüchten, dass ihr dann halt, wenn dieser Plänkler-Modus an ist, dass ihr dann den Fernkampf wieder aktiviert. Ich hab's echt vergessen. Naja, hier hat er mit den Hilfstruppen eine Einheit Bogenschützen von mir gestellt, aber ich konnte ihn also schon so mit Fernkampf alleine dezimieren. Ihr seht's also hier, das sind alles tote Hilfstruppen. Und ein paar tote Bogenschützen von mir, dass er da geflüchtet ist. So, und jetzt geht's natürlich wieder gegen die Stadtkohorte. Hier kommt jetzt, weil die Einheit relativ isoliert ist, erstmal ein Charge auf seine Stadtkohorte hier. Er wirft noch ein paar Pieler. Der Vorteil ist dadurch, ich erkläre es auch mal ganz kurz. Er flieht vor dem Feind. Wie sollen Soldaten für so jemanden kämpfen? Ja, ich sag dir, wie die Soldaten für so jemanden kämpfen sollen. Also, der Abzug hier kommt durch den Pilerangriff. Der Pilerangriff verschlechtert die Moral ganz, ganz eindeutig. Deswegen flüchten die Kamelkataphrakte hier. Das sind auch nicht die besten Einheiten gegen Stadtkohorten, muss man sagen. Aber in dem Moment, wo er die Piler wirft, ist er dem Ansturm der Kataphrakte schutzlos ausgeliefert. Das Einzige, was mich jetzt hier ultra gestört hat, war, dass sie hier so ein bisschen rumgebackt haben und ich deswegen nicht hier meinen verheerenden Charge in die Stadtkohorte setzen konnte. Deswegen habe ich die Kataphrakten dann auch sofort wieder rausgezogen. An sich ist das riskant, an der Stelle die Pieler zu werfen. So, hier oben seht ihr es jetzt übrigens. Meine Einheiten flüchten bis zum Maprand einfach in einer geraden Linie und anstatt dass sie nach links und nach rechts laufen, flüchten sie geradeaus, denn er kann sie nachher tatsächlich stellen. Aber ich habe jetzt hier Feuer auf die Stadtkohorten und muss die jetzt halt langsam runterschießen. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Und ihr seht auch, obwohl die Treffer kassieren, fallen die nicht sofort um. Da fällt hier mal einer, da fällt hier mal einer, mal zwei und das wird jetzt ein hartes Stück Arbeit. Und das dauert noch ein bisschen. Ich weiß jetzt gar nicht, auf wen er hier stürmt, aber meine Kamelkataphrakte müssten wieder da sein, jawohl. Also die kommen dann in der Regel wieder, das ist klar. Ja, und ich lock ihn jetzt hier. Er hat ja gegen die ganzen Fernkämpfer auf Dauer keine Chance, obwohl er hier so eine super Panzerung hat. Ich meine, das ist Gold-Gold-Stadtkohorte. Das ist schon der Wahnsinn, ja. Also die beste Infanterieeinheit im Spiel oder eine der besten Infanterieeinheiten im Spiel, meiner Meinung nach. Aber durch die Pfeile und die Steine nimmt er halt kontinuierlich Schaden und wir müssen sie halt einfach runterschießen. Vielleicht gibt er sogar nachher mal auf. So, ich glaube, jetzt ist der Punkt gekommen. Geh doch mal weiter vor, wo er meine berittenen Bogenschützen gestellt hat. Nee, doch nicht. Er verfolgt sie aber noch weiter. Und die rennen jetzt so lange, bis sie hier am Edge, also am Ende der Map angekommen sind. Und dann werden die da stehen bleiben und er wird sie dort aufreiben. Das ist halt einfach saublöd. Aber ich hab's verrafft. Ich war auf die... Das ist halt auch so ein Nachteil. Ich war halt hier auf die Mikro meiner Einheiten konzentriert. Und konnte es hier nicht genau managen. Ich schieße auch hier weiter in den Rücken. Ich habe jetzt hier immerhin schon mal ein paar Einheiten runtergenommen. Wenn er da jetzt Peeler reinwirft, ist mir das recht. Denn das ist dann mein Meat Shield natürlich an der Stelle. Wichtiger ist es hier, dass wir noch mehr Schaden an der Stadtkohorte anrichten. In dem Moment, wo er sich umdreht, versuche ich natürlich immer sofort wieder mit den Kataphrakten von hinten angeritten zu kommen. Aber das merkt er natürlich. Also der ist ja jetzt nicht doof, ne? Hier gibt es nochmal einen frontalen Charge. 111 Mann sind es jetzt noch. Und ich habe hier den Vorteil, dass ich mit den Streitkolben gegen ihn kämpfe. Ihr seht auch hier die Streitkolben.
Ihr seht, da fällt auch einiges bei der Stadtgehorte. Die Kamelkataphrakte kommen auch noch dazu. Die haben zwar keinen Streitkolben dabei, aber die sorgen auch noch für einen zusätzlichen Moralabzug. Und jetzt gehe ich raus. Jetzt habe ich zu hohe Verluste. Muss auch aufpassen, weil die zweite Stadtgehorte ankommt. Und davon sind jetzt noch 52 Mann übrig. Hat sich also gelohnt, hier mit dem Fernkampf die Stadtgehorte immer wieder in eine eher gelockerte Formation zu zwingen und dann mit der Kavallerie anzugreifen. Also es geht auch. Es geht auch. Es ist verlustreich, aber es geht. Ich denke, es ist hier vielleicht eher ratsam, an der Stelle den General auch in die regulären Kataphrakte reinzupacken. Aber, also, ja, ich mach's ganz gerne, dass ich den in die Kamelkataphrakte packe, weil die bei mir in der Regel immer gegen die Kavallerie kämpfen und dann bringt das ein bisschen mehr. So, jetzt ist er in der Testudo drin. Das heißt, er hat keinen Schutz gegen einen Ansturmbonus. Achso, wir sehen es jetzt übrigens hier hinten. Nochmal gerade an der Stelle. Da hat er sie jetzt gestellt. Sie laufen halt geradeaus und laufen dann halt nicht irgendwie hier lang oder so, sondern sie rennen halt hier gegen und bleiben stehen. Laufen jetzt genau in seine Speere rein. Ich hatte hier irgendwann nochmal den Angriff auf die gesetzt, aber ich hab's nicht mehr gecheckt. Und ich check's erst, als die schon flüchten. Okay, also er hat hier drüben, das ist eigentlich der interessantere Part, dadurch, dass ich ihn permanent beschieße, und zwar mit den Steinschleuderern, die wirklich wahnsinnig viel Munition haben, da kann man das machen, dadurch zwinge ich ihn, in der Testudo stehen zu bleiben. Und jetzt hole ich meine Kavallerie näher und da gebe ich mal ein bisschen Gas. Und jetzt bringe ich auch noch meine Infanterie in Stellung. Jetzt kommt ein Manöver, das ich schon öfter mit den Partern gemacht habe, wenn ich am Ende gegen eine überlegene Infanterie gekämpft habe. Ich werde einfach meine Plänkler mit in den Nahkampf schicken. Und die werden nicht fliehen, hoffe ich mal. Das ist natürlich immer eine ganz, ganz heikle Sache, aber hier geht es darum, den Gegner zum Moralabzug zu bekommen. Er hat also hier noch 59 und hier noch 85. Das ist eine lösbare Aufgabe. Und die Steinschleuderer sind im Nahkampf nicht so schlecht. Die sind ein bisschen besser als die Bogenschützen, weil die eine bessere Rüstung haben. Und jetzt musste ich hier versuchen, das Ganze relativ gut zu timen. Bin also jetzt hier in den Ansturm gegangen. Und hier geht er noch im letzten Moment aus der Testudo raus, aber sein General flüchtet schon. Es war zu spät. Und jetzt habe ich ihn gesandwicht. Und so hat es dann an der Stelle noch geklappt. Ich weiß nicht, hat er mit den, ich glaube mit den Hilfstruppen, da hat er dann auch aufgegeben, aber ich, ja doch, müsste er auch aufgegeben haben. Ja, hat er die Niederlage eingestanden, obwohl er noch die Hilfstruppen hatte und eine Einheit Fernkampfkavallerie von mir in die Flucht geschlagen hatte. Die Fernkampfkavallerie hätte man auch noch ganz gut hier gegen die Stadtwache brauchen können, aber ich fand es an der Stelle interessanter, die Speerträger von meinen Kataphrakten fernzuhalten. Ja, ich bedanke mich bei Awesome Dave, der heißt ja einfach nur Awesome Duff, aber ich habe schon öfter mal gegen den gespielt, meine ich. Und bei King Henry dem Vierten für diese sehr unterhaltsame Schlacht. Ich hoffe, ich konnte euch einige Kniffe zeigen, wie ich so eine Schlacht in der Regel schlage. Man sieht also hier sehr deutlich, dass ich diese beiden Armeen aufgerieben habe. Und für ein FFA war das jetzt gar nicht mal so schlecht, aber der Clou war eigentlich hier die Auswahl der Einheiten bei dem Low-Budget-FFA. Die meisten Verluste haben die Kataphrakte zugefügt. Die haben auch viel gegen Infanterie gekämpft und gegen die Bogenschützen, darf man nicht vergessen an der Stelle. Die Kamelkataphrakte haben die qualitativen Verluste am Anfang zugefügt gegen die gegnerische Kavallerie der Skythen. Die anderen Einheiten haben gar nicht so viel Kills gemacht, aber darauf kommt es auch nicht unbedingt an. Also sie hatten halt die Funktion als Meat Shield und als Störtruppen. Also man kann die sehr vielseitig einsetzen, insbesondere mit den Steinschleuderern war ich zufrieden. Ja, ich bedanke mich dann bei euch fürs Zugucken. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin alles Gute. Pax Vobiscum, Valete.